Wir sind jetzt hier gerade beim Zoologischen Garten und eigentlich wollten wir jetzt hier gerade so richtig nett so spazieren gehen. Allerdings hat jetzt gerade Clara beschlossen, Pokémon Go zu spielen. Und Clara, hast du es geschafft? Ja, aber ich brauche noch Zeit. Also so natürlich kann man auch definitiv Berlin erkunden, würde ich sagen. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Schaden Sie niemanden, der gute Absichten hat. Dann liebe den Nächsten wie dich selbst. Kommen Sie Ihren Verpflichtungen nach. Seien Sie fleißig, seien Sie kompetent, respektieren Sie religiösen und überzeugen Sie andere. Das sagt Scientology. I hate your Scientology if you're hearing this. Also, wir sind jetzt hier gerade in Charlottenburg. Und die Wohnung, wo wir übernachten, ist auch in Charlottenburg. Mega. Dachten wir natürlich. Wir sind so schlau und gehen jetzt einfach nach Charlottenburg. Also einfach nur so in Google Maps so eingegeben, Charlottenburg. Achso, wir waren übrigens gerade essen mit zwei sehr netten Mädchen. und auf jeden Fall, und da waren wir jetzt eben angekommen in Charlottenburg. Und dann dachten wir so, oh ja, jetzt sind wir ja schon zu Hause. Und jetzt geben wir so ein, die Adresse, die richtige. Ja, nochmal 30 Minuten Fußweg. Dann ist jetzt, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal gemerkt, dass Berlin definitiv viel, viel größer ist als München. Also, bevor wir jetzt ins Bett gehen, noch ein kleiner Nachtrag von der heutigen Zugfahrt. Ja. Also, neben uns saßen die komischsten Jungs, die wir je erlebt haben. Also erstmal, wir haben Musik gehört, haben versucht zu schlafen und dann hat es auf einmal so unglaublich gestunken. Wir haben die Koffer rausgemacht und dann saßen neben uns zwei 13-jährige Jungs. Und die haben mit einem Feuer gespielt und dann habe ich sie gefragt, ja, warum spielt ihr mit einem Feuer? Dann haben sie uns erzählt, dass sie Brandstifter sind, den Wald bei sich bzw. Stroh bei sich eben angezündet haben. Dann haben sie dadurch ein paar Bäume abgefackelt, dann kam die Polizei und die zwei Jungs sind natürlich auch von der Schule geflogen und dann haben sie uns eben gefragt, was wir so machen. Wir haben gesagt, wir sind jetzt fertig mit der Schule und dann wirklich so die direkte Reaktion von diesem Jungen jetzt so, hat's viel, oder jetzt? Und dann die Clara so, weil die haben so komisch, die haben so richtig so gesperbelt. Und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie natürlich, ja. Und dann so die Clara nur so, wie bitte? Schon jetzt Hartz IV, oder? Ah, was wollt ihr denn so studieren? Und dann so die Clara, also ich möchte jetzt gerne Jura studieren. Und so, boah geil, Yoga. Und dann so die Clara so, nein, Jura. Auf jeden Fall, das waren sehr interessante Jungs, die wirklich sehr unhygienisch waren, die man nicht verstanden hat und die wirklich so richtig komisch waren. Das war jetzt so der Nachtrag von der lustigen Zugstory heute. Wir gehen jetzt schlafen. Good night. Good night. Good night.